Die Überschrift klingt sehr unsicher. Vielleicht. Vielleicht. Und das ist tatsächlich aus einem Bibelvers entnommen, den ich gerne mit euch einmal lesen möchte. Das ist der Zephania, Kapitel 2, Vers 1 bis 3. Zephania, Kapitel 2, Vers 1 bis 3. Geht nun in euch und sammelt euch, du Nation ohne Scham, ehe der Beschluss gebiert. Oder wie die Spreu fährt der Tag daher, und ehe denn über euch komme die Glut des Zornes des Herrn, ehe denn über euch komme der Tag des Zornes, des Zornes des Herrn. Ja, sucht den Herrn, ihr Sanftmütigen, ihr alle des Landes, die ihr sein Recht gewirkt habt, sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Vielleicht werdet ihr geborgen am Tag des Zornes Gottes. Wer ist hier angesprochen? Das Volk Israel. Das Volk Israel. Ja? Wie werden sie charakterisiert? Feindseliges Volk. Ja, feindseliges Volk, Nation ohne Scham. Ne? Aber dann werden im Vers, also das ist erstmal eine generelle Ansage an das Volk Gottes. Und wie bezeichnet Gott das Volk? Als feindseliges Volk, als Volk ohne Scham. Und jetzt müsste man denken, Mensch, das sind ja alles Gottlose, die ja gemeint sind. Und er warnt sie wovor? Vor dem Tag des Zorns. Sie werden gewarnt vor dem Tag des Gerichtes. Vor dem Tag des Zorns, wenn wir das auf uns münzen, wovor werden wir gewarnt? Wir als Adventisten beziehen ja heute auf uns, das geistliche Volk Israel zu sein. Wovor warnt uns Gott an dieser Stelle? Natürlich. Den Tag des Zorns setzen wir doch oftmals gleich den Tag der Wiederkunft Gottes, ne? Bei Christi. Wir werden gewarnt. Du Volk, du meinst, recht zu stehen. Du bist ein widerspenstiges Volk. Pass auf, es kommt die Wiederkunft Christi, auf die wir doch alle warten eigentlich. Ne? Und jetzt werden wir aufgefordert in Vers 3. Wer wird jetzt angesprochen in Vers 3? Die Elenden. Die Elenden? Demütigen. Die Demütigen oder Sanftmütige heißt es. Sie werden auch gefordert, ihr Sanftmütigen, ihr Demütigen, sucht den Herrn. Und wer noch? Ihr die, ihr werdet jetzt Recht erhaltet. Die ihr das Recht gewirkt habt, ja, die ihr meine Rechte haltet, sucht Gerechtigkeit. Also die meinen, sie haben die Gebote Gottes gehalten. Wofür werden sie aufgefordert? Gott zu suchen. Ja? Nicht zu sagen, oh, das ist aber prima. Da ist ja so ein Volk ohne Scham, eine feindselige Nation. Und da sind ja noch ein paar Gerechte drin. So ein paar Treue. Da können die sich entspannt zurücklehnen und sagen, prima, das wäre besser. Ne? Dann haben wir ja das Ziel erreicht. Aber es heißt, ihr, die ihr sanftmütig seid, die ihr euch für demütig haltet, sucht den Herrn, ihr Sanftmütigen. Und die, die ihr das Gerecht gewirkt habt, ihr meint, ihr habt das Recht getan, sucht Gerechtigkeit. Und jetzt die Aussage nicht, und dann werdet ihr sicher geworden sein. Sondern, dann heißt es hier, vielleicht. Vielleicht werdet ihr geborgen sein am Tag des Zornes Gottes. Und das finde ich eine ziemlich starke Aussage. Ja. Die, die sich für treu halten, die scheinbar unter solch einem Volk von Scham und von Feindseligkeit, die Sanftmütigen, die Demütigen sind, die das Recht noch tun, die werden aufgefordert und gewarnt vor dem Tag Gottes und aufgefordert, ihr Herz zu überprüfen, Gott in besonderer Weise zu suchen, um
vielleicht gerettet zu werden. Darauf bezieht sich das ja. Nun, ich glaube nicht, dass dieses vielleicht unsere Heilsgewissheit in Frage stellen soll. Dass Gott seine Verheißungen wahr macht an uns. Aber es soll etwas in Frage stellen, dass wir uns nicht unserer Erlösung einfach so sicher sein können. Dass wir nicht meinen können, na, wir sind ja die Treuen unter solch einem Volk und damit ist der Weg geebnet. Im Gegenteil. Das andere Volk, das schamlose Volk, das ist offensichtlich verloren. Aber da, wo noch Hoffnung besteht, ist bei denen, die meinen, treu zu sein, die treu sein wollen. Da ist ein ähnliches Vers im Joel. Im Joel Kapitel 2, Vers 13 und 14. Den wollen wir auch nochmal aufschlagen. Joel Kapitel 2, Vers 13 und 14. Wer hat es? Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Ihr kehrt euch zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und ihn reut bald die Strafe. Wer weiß, es mag ihn wiederum gereuen. Und er mag einen Segen hinter sich lassen. Zu opfern Speisopfer und Trankopfer dem Herrn, eurem Gott. Ja, nun werden wir nicht aufgefordert, zu Gott zurückzukehren. Und dann sagt er, wer weiß, vielleicht gereut es Gott. Vielleicht nimmt er euch doch noch an. Wie gesagt, es soll nicht unsere Heilsgewissheit hinterfragen. Da kommen wir vielleicht zu einem anderen Mal dazu. Aber es soll unsere eigene Haltung hinterfragen. Und das, wo wir stehen, das sollen wir hinterfragen. Hinterfragen, ob unsere Gerechtigkeit schon ausreicht. Ob unsere Demut, unsere Sanftmut schon das ist, was Gott mit uns erreichen möchte. Ob wir uns dadurch eben aus vor den anderen hervorzeichnen. Der 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 5. Versuchet euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Prüfet euch selbst. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr untüchtig seid. Ja. Wir werden aufgefordert, uns zu hinterfragen, ob wir im Glauben sind. Natürlich sind wir im Glauben, ne? Wir sind doch konservative Adventisten. Wir wollen mit der Ökumene nichts zu tun haben. Wir wollen dies und jenes nicht tun. Aber was sollen wir eigentlich überprüfen? Ob wir die richtige Theorie kennen, die richtigen Lehrpunkte, das richtige Lehrgebäude haben? Oder was ist eigentlich die Frage, was wir uns überprüfen sollen? Ja, Luther? Wir sollen uns selbst überprüfen, ob Jesus in uns ist. Ja. Ne? Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid, oder kennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Und das ist wirklich die Frage, ist Christus in uns? Habe ich ihn wirklich so im Herzen? Oder ist das Ganze nur ein äußeres, theoretisches Modell, dem ich nachfolge? Dem ich von mir aus von ganzem Herzen nachfolge, mit Leidenschaft und Inbrunst verteidige. Aber ist es wirklich Christus in meinem Herzen? Wir wollen nochmal aufschlagen, Hesekiel Kapitel 30. Vers 20 und 21. Hesekiel Kapitel 30, die Verse 3. Hesekiel Kapitel 3, die Verse 20 und 21.
Wenn aber ein Gerechter sich von seiner Gerechtigkeit abkehrt und Unrecht tut, und ich lege einen Anstoß vor ihn hin, so wird er sterben. Wenn du ihn nicht warnst, wird er um seiner Sünde willen sterben und an seine Gerechtigkeit, die er getan hat, wird nicht gedacht werden, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Und wenn du aber den Gerechten gewarnt hast, dass der Gerechte nicht sündigen soll und er dann nicht sündigt, so wird er gewisslich am Leben bleiben, weil er sich hat warnen lassen. Und du hast deine Seele gerettet. Ja. Wenn wir die Gerechten sind, diejenigen, die demütig und die sanftmütigen sind, ist das noch nicht garantiert, dass wir auch so bleiben. Ne? Es ist eine Entscheidung, die wir immer wieder neu treffen müssen. Bekehrung ist nicht etwas, was einmal geschieht und eine Entscheidung ist, die unser Leben lang hindurchgetragen ist, sondern es ist sehr wohl wahrscheinlich, dass ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit sich eines Tages wieder abwendet. Und was ist mit meinem ganzen gerechten Leben, was ich bis dahin geführt habe? Sagt Gott, an diese Gerechtigkeit wird gar nicht mehr gedacht werden. Also wir können uns des Endes des Weges nicht sicher sein, bloß weil wir, sage ich mal, die ersten Schritte gegangen sind, wenn wir den Weg angefangen haben. Oder wenn wir auch schon viele Jahre gegangen sind, gibt es doch vielleicht in der einen oder anderen Kreuzung Möglichkeiten, Irrwege zu gehen. Und deswegen werden wir aufgefordert, uns zu hinterfragen, uns selbst zu prüfen. Selbst die, die wir uns für gerecht halten oder die gerecht tun wollen, erst recht sie vor Gott zu demütigen, um zu schauen, ist Christus in mir? Denn ich kann nicht sagen, so wie ich bin ich gerettet. Ich kann nicht sagen, mit Sicherheit, dann werde ich werde ich nicht abirren. Sondern wir müssen uns dieser Gefahr sehr wohl bewusst sein und uns stets hinterfragen. Ich will dazu ein Zitat lesen aus dem Andachtsbuch Maranatha, der Seite 93. Es geht um die Zeit, in der wir leben. Denn dies ist eine besondere Zeit. Eine Zeit, in der das Gleichnis der 10 Jungfrauen sich wieder erfüllt. Beziehungsweise es hat sich auch in jeder Generation erfüllt. Und es erfüllt sich auch in jeder Generation wieder neu. Wenn Krisen kommen, wird deutlich, wo steht mein Glaube? Ist Christus in mir? Nicht erst am Ende der Zeit. Diese Frage, der Bräutigam kommt, bist du bereit, dies oder jenes für ihn aufzugeben? Bist du bereit, dies oder jenes für ihn zu tun? Diese Botschaft zur Verkündigung, diese Stellung einzubeziehen, hier Stellung zu beziehen, diese Entscheidung stellt sich immer wieder. Im Jahr 1844 betrat unser großer Hohepriester das Allerheiligste des himmlischen Heiligtums, um mit dem Untersuchungsgericht zu beginnen. Die Gerichtsbücher werden im Gericht eröffnet und das Leben aller, die an Jesus geglaubt haben, wird vor Gott ausgebreitet. Unser Anwalt beginnt mit denen, die zuerst auf der Erde lebten und stellt dann die Fälle der darauffolgenden Generationen dar und schließt mit den Lebenden ab. Jeder Name wird erwähnt und jeder Fall sorgfältig untersucht. Namen werden angenommen, andere abgelehnt. Wenn Menschen irgendwelche Sünden im Gerichtsbuch als unbereut und unvergeben stehen haben, dann werden ihre Namen aus dem Lebensbuch gestrichen. Ich möchte euch eine Frage stellen. Um wen geht es eigentlich in dem Untersuchungsgericht? Wir haben ja gelesen von den ersten lebenden Menschen und den darauffolgenden Generationen. Wer wird eigentlich hier gerichtet in diesem Untersuchungsgericht?
bitte? Die, die im Lebensbuch stehen. Die, genau. Ne? Denn wer im Lesengericht durchführt, fällt aus dem Lebensbuch raus, wird gestrichen. Wer steht denn in dem Lebensbuch? Stehen da alle Menschen, die auf dieser Welt kommen, die jemals gelebt haben, im Lebensbuch? Ramona? Die sich zu Christus bekannt haben. Es sind die, die sich zu Christus bekannt haben. Ja? Die sich auf seine Seite geschlagen haben. Die wirklich ihm nachfolgen, oder nachgefolgt sind, auf diesen Weg gegangen sind, die werden ins Lebensbuch eingetragen. Jemand, der nur heuchlerischerweise Christ ist, von Geburt aus Christ ist und vielleicht mitläuft, der steht nicht im Lebensbuch. Aber der sich bekennt und den Weg schreitet, der wird ins Lebensbuch eingetragen. Aber wenn wir einmal ins Lebensbuch eingetragen wurden, ist das unsere Freifahrtkarte in den Himmel? Nein. Wenn wir es einmal geschafft haben, wirklich bei Gott als des ewigen Lebens würdig befunden eingetragen zu werden, zeigt erst das Untersuchungsgericht, ob unser gesamtes Leben diesem auch gerecht geworden ist. Wenn wir da eingetragen werden, heißt es, vielleicht werden wir das Ziel erreichen. Dann haben wir überhaupt eine Chance. Dann kann man sagen, dass es überhaupt erst möglich wird. Die Ungläubigen kommen jetzt gar nicht ins Gericht, in dieses Untersuchungsgericht. Ne? Denn da ist klar, wer nicht nachfolgen möchte, der braucht auch gar nicht erst. Diese Entscheidung ist da für ihn schon längst getroffen worden. Aber wer den rechten Weg gehen möchte, dessen Leben wird überprüft. Und so wird unser Leben auch überprüft werden, ob es zu jeder Zeit unseres Lebens dem entsprechenden Maßstab Gottes gerecht wird. Und wenn unser Leben noch nicht dran ist, denn unser Leben kann erst dann rankommen, wenn wir entweder verstorben sind, sich an unseren Taten nichts mehr ändert, oder wenn die Gnadenzeit abgeschlossen ist. Jetzt leben wir in dem großen Versöhnungstag. Im symbolisierten Dienst wurde während des Versöhnungstages, den der Hohepriester für Israel leistete, von allen gefordert, mit sich selbst ins Gericht zu gehen, indem sie ihre Sünden bereuten und sich vor dem Herrn demütigten. Andernfalls wurden sie vom Volk getrennt. Und genauso sollten alle, die ihre Namen im Lebensbuch belassen möchten, jetzt in den wenigen Tagen ihrer verbleibenden Gnadenzeit sich vor Gott ernstlich prüfen, indem sie Kummer über ihre Sünde und echte Reue zeigen. Das Herz muss gründlich und sorgfältig durchforscht werden. Und dieser Aufruf geht an die, die gerecht sein wollen, an die Sanftmütigen und Demütigen. Vielleicht werdet ihr gerettet. Wir müssen uns unsere Erwählung und Rettung sicher machen, sagt Paulus an einer Stelle. Alle, die ihre bösen Neigungen überwinden wollen, die nach der Oberherrschaft drängt, steht ein ernster Kampf bevor. Diese Vorbereitungsarbeit muss jeder persönlich anpacken. Wir werden nicht gruppenweise gerettet. Die Reinheit und Hingabe des einen wird nicht die Mangel an diesen Eigenschaften bei einem anderen ausgleichen. Jeder Einzelne muss geprüft und ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen gefunden werden. Wir werden nicht gruppenweise, nicht familienweise, nicht gemeindeweise geprüft, sondern jeder persönlich. Wir schlagen noch einmal auf, im Hesekiel Kapitel 14, Vers 14. Und wenn dann gleich die drei Männer, Noah, Daniel und Hiob, darin wären, so würden sie allein ihre eigene Seele erretten durch ihre Gerechtigkeit, spricht der Herr. Ja. Oder Vers 20, der zweite Teil heißt,
wird darin auch Noah, David, Hiob, Ehren und denselben, so wahr der Herr lebt, sie würden weder Sohn noch Tochter retten können. Sie würden durch ihre Gerechtigkeit nur ihre eigene Seele retten können. Das finde ich sehr beeindruckend. Selbst diese größten Gottesmänner wären nicht in der Lage, etwas zu tun, um ihre eigenen Kinder zu retten. Wir haben ja heute über Erziehung gesprochen. Natürlich tun wir unseren Anteil dazu bei. Ne? Es ist in unserer Verantwortung, unser Charakter färbt sich auf unsere Kinder wieder. Und es ist von großer Bedeutung, welche Wesenszüge wir an den Tag legen und welche Wesenszüge unsere Kinder entwickeln werden. Aber retten können wir sie nicht durch unsere Gerechtigkeit. Wir können ihre mangelnden Entscheidungen nicht ausgleichen. Obwohl, wenn Hiob natürlich hat er für seine Kinder gebetet, ne? Das wissen wir, wenn die ihre Geburtstage gefeiert haben, dann hat er gebetet, dass Gott sie bewahren möge, dass sie nicht von Gott lossagen. Noah hat auch seine Kinder in die Arche retten können, oder? Aber er hat ihnen nur die Möglichkeit geschaffen. Reingehen mussten sie selbst. Er hätte sie nicht retten können. Sie selbst mussten die Arche betreten. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Selbst in die richtige Gemeinde zu gehen, den richtigen Lehrpunkten zuzustimmen, garantiert nämlich unsere Rettung, unsere Sicherheit. Sie sind die Voraussetzung dafür, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Aber es ist kein Ausgleich für unsere eigenen mangelnden Charakterschwächen, die wir vielleicht noch haben. Jetzt nochmal unseren Blick ins himmlische Heiligtum zum Untersuchungsgericht richten. Neben dem Namen aller, welche die Sünde ehrlich bereut und durch den Glauben das Blut Christi als ihr Sühnopfer angenommen haben, steht in den Büchern des Himmels das Wort Vergebung. Und die haben wir erlangt, und diese Vergebung, dieser Vergebung sind wir sicher. Da steht Vergebung, da sie Teilhaber der Gerechtigkeit Christi geworden sind und ihre Charaktere mit dem Gesetz Gottes übereinstimmen, werden ihre Sünden ausgelöscht. Sie selbst aber werden des ewigen Lebens für würdig befunden. Und der Herr erklärt, ich bin es, der deine Sünden, deine Übertretungen tilgt um meinetwillen und der deiner Sünden nicht mehr gedenken wird. Also wenn da das Buch des Lebens aufgeschlagen wird, und jetzt ist die Generation dran, in der ich lebe, rutscht der Finger des Engels runter und sieht da Henrik stehen. Und dann fragt Jesus, was steht da hinter seinem Namen? Und was steht da? Da war Vergebung. Für diese wesentliche stand Vergebung. Aber wenn da ein Punkt in meinem Leben ist, wo nicht Vergebung dahinter steht, wird mein Name aus dem Buch gestrichen. Aber wenn mein Charakter mit dem Gesetz Gottes übereinstimmt, mein Leben wirklich zu diesem Zeitpunkt darüber einstimmt, dann bin ich das ewige Leben für würdig befunden. Aber wenn ich viele Sünden aufrichtig bereut habe und doch mir eine Lieblingssünde gönne, ist ein ganzes Leben umsonst gelebt. Und ob ich in einer wahren Gemeinde bin, in einer rechten Familie groß geworden bin, was beim Erbgut auch immer sein mag, entweder sind meine Sünden, die dann ausgelöscht werden, die werden dann wirklich aus dem Buch radiert. Da wird dann im Himmel stehen nur noch die Lebensbücher. Wenn wir in den Himmel kommen, gibt es das Lebensbuch immer noch. Aber da stehen keine Sünden mehr drin. Im Himmel ist ja nichts mehr, was das Andenken an die Sünde noch aufrechterhalten kann. Weder eine Beschreibung noch eine Aufzeichnung dessen. Es ist ausgelöscht, was mit der Sünde zu tun hatte. Wir wollen mal aufschlagen, 1. Petrus,
Kapitel 4, Vers 17 bis 18. Denn es ist Zeit, dass anfange das Gericht an dem Hause Gottes. So aber zuerst an uns. Was will's für ein Ende werden mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Und so der Gerechte kaum erhalten wird, wo will der Gottlose und Sünder erscheinen? Was läuft so, ne? Darum, welche da leiden nach Gottes Willen, die sollen ihm ihre Seelen befehlen, als den treuen Schöpfer in guten Werken. Also wie sicher ist es, dass der Gute, dass der Gerechte errettet wird? Wenn der Gerechte kaum, oder manche Übersetzungen sagen, nur mit Not errettet wird, bedeutet einen beständigen Kampf, ein beständiges Überprüfen unseres Lebens, eine wirkliche Hingabe, die nicht ausgeglichen werden kann, durch einen Besuch der richtigen Gemeinde. Wir persönlich brauchen eine tiefe, lebendige Erfahrung mit unserem Heiland. Das reicht nicht, gute Predigten gehört zu haben. Die können uns anspornen, was wir zu Hause nachstudieren wollen. Ne? Das heißt ja, der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Ja, da wird ein Glaubenspunkt in der Predigt wachgerufen. Ach, da erwacht ein bisschen Hoffnung in jemanden, weil er Trost findet und sagt, ich kann Vergebung erlangen. Da wird man mal ermahnt, gewisse Schläge bei einer Predigt hoch. Oder der sagt, ach, das ist aber spannend, was ich da gehört habe. Das kann immer nur ein Anreiz sein, für uns unsere eigene persönliche Erfahrung zu machen. Na, das hatten wir in den vergangenen Sabbatschulen auch schon gehabt. Mit Nachstudieren, Nachlesen. Selbst eine Erfahrung in der Wahrheit machen. Wenn wir das nicht tun, wird uns keine Sabbatschule, kein Gottesdienst, keine noch so nette Gemeinschaft retten können. Wir selbst müssen die Zeit nehmen, mit Christus persönliche Erfahrung zu machen, Zeit mit ihm persönlich zu verbringen. Wie viel habe ich davon, wenn meine Freunde mit meinem besten Freund viel Zeit verbringen und ich aber keine Zeit habe? Für meinen Freund, weil ich so viel zu arbeiten habe oder weil ich so viele andere Dinge habe. Nichts, ne? Die anderen haben eine tolle Beziehung zu Christus dann. Aber ich? Das muss meine persönliche Beziehung sein. Vielleicht nochmal Hebräer 2, Vers 3. Wie wollen wir entfliehen, so wir eine solche Seligkeit nicht achten, welche, nachdem sie zuerst gepredigt ist durch den Herrn, auf uns gekommen ist durch die, die es gehört haben. Ja. Dieses große Heil, das uns angeboten wird, nicht achten. Die kostbaren Vorzüge und die Gelegenheit, die Christus mit uns persönlich verbringen möchte, die Zeit, im Gebet, im Bibelstudium, nicht achten. Wenn wir jetzt nicht mit ihm Zeit verbringen und es uns wertvoll wird, wie soll es dann in der Ewigkeit sein? Ich sah, dass wir das Kommen des Herrn nicht hinausschieben sollten. Kann man das? Gott hat einen Plan, wenn er wiederkommt. Da sind 6000 Jahre Menschheitsgeschichte, das Schicksal aller Menschen hat Gott im Bilde und sein Plan fährt er fort? Wir könnten das Kommen Jesu aufschieben? An diesen großartigen Weltereignissen etwas ändern und es aufhalten, hinausschieben? Der Engel sagt, macht euch bereit. Ja, macht euch bereit für das, was über die Erde kommen wird. Sorgt dafür, dass eure Werke mit eurem Glauben übereinstimmen. Ich sah, dass das Gemüt auf Gott gerichtet sein muss
und dass unser Einfluss für Gott und seine Wahrheit sprechen sollte. Wir können den Herrn nicht ehren, wenn wir sorglos und gleichgültig sind. Wir müssen mit Ernst daran gehen, das Heil unserer eigenen Seele zu sichern und andere zu retten. Dem sollte größte Bedeutung beigemessen werden. Alles andere sollte erst an zweiter Stelle kommen. Also, was macht uns Sorgen in unserem Leben? Macht uns Sorge und bangen wir damit wirklich Furcht und Zittern, was auf diese Welt zukommt und wie wir da stehen in dieser Situation? Oder was erfüllt unser Herz mit Sorgen und Lasten? Oder sind wir da gleichgültig und mit unseren zeitlichen Sorgen so beschäftigt, dass wir für die Ruhe und Besinnung mit dem Heiland keine Zeit finden? Nicht Zeit finden, unser Gemüt auf Gott auszurichten, unseren Einfluss für Gott und die Wahrheit sprechen zu lassen, mit Ernst daran zu gehen, unsere eigene Seele und die der anderen zu retten? Für diejenigen, die diesen Weg gehen wollen, hat Gott wunderbare Verheißungen, die viel Segen und Kraft beinhalten. Wir wollen mal lesen, Matthäus Kapitel 5, Vers 4. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Ja. Glückselig sind die Trauernden, sie sollen getröstet werden. Es gibt viele Gründe, worüber wir wirklich traurig sind. Und Gott hat uns für alle Trauer Trost gesprochen. Aber sind wir traurig über das, was wir Gott antun? Trauern wir auch über unsere eigenen Charakterschwächen? Unsere sündhaften Neigungen und Fehler? Wenn wir so traurig sind, dann werden wir garantiert getröstet werden. Wenn unsere eigenen Sünden uns traurig machen, wobei es gibt auch eine Traurigkeit, die auch Gottlose haben, auch über ihre Fehler, über ihre Charakterschwächen. Ne? Wir wollen mal aufschlagen, 2. Korinther, Kapitel 7, Vers 10. Denn die göttliche Traurigkeit birgt zur Seligkeit eine Reue, die niemand gereut. Die Traurigkeit aber der Welt birgt den Tod. Ja. Die Traurigkeit, von der Jesus spricht, ist keine gewöhnliche Traurigkeit über Schicksalsschläge und Probleme und Schwierigkeiten. Auch da steht uns der Heiland bei, gar keine Frage. Aber es ist besonders die Trauer um unsere eigenen Charakterschwächen, unsere eigenen Schwächen und Versagen, der uns garantiert Trost zugesprochen wird. Wir finden auch in allen anderen Schicksalsschlägen im Leben Trost. Aber da wir Christen sind, werden wir nicht vor Schicksalsschlägen bewahrt, oder? Wird uns die Schwierigkeiten und Trauer ferngehalten? Aber wir können auch über unsere Fehler auf zweierlei Arten trauern. Die eine Trauer, heißt es hier, die nach Gott kommt, bewirkt was? Eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Ja? Reue über das, was wir tun. Und das bewirkt eine Buße zum Heil. Da ändert sich unser Leben, unser Charakter. Aber es gibt auch eine Traurigkeit, eine Betrübnis der Welt, die auch traurig ist über das, was die Sünde anrichtet. Die schlechten Folgen, die ich auf einmal erfahren muss, danke. Der Raucher, der Krebs hat, ist klar, ist er verzweifelt über sein Schicksal, ne? Aber wie viele Jahre hat man ihm gesagt, dass das die Folgen sein werden? Und wir? Natürlich sind die Gottlosen verzweifelt, wenn sie nicht in den Himmel kommen.
Entsetzen macht sich breit. Aber es ist eine Traurigkeit, die keine Buße bewirkt. Ja? Ich habe es in der Klinik häufig erlebt. Wir haben Patienten gehabt, die haben Kehlkopfkrebs. War nur noch der Kehlkopf rauszunehmen. Und sie, also kein Mensch, jeder weiß, Kehlkopfkrebs kommt vom Rauchen. Ja? Und nun war der Patient wieder einigermaßen von der Intensivstation, konnte wieder ein paar Schritte gehen und musste nicht im Bett liegen. Und wo fand man ihn? Draußen, vor der Klinik. Hier konnte man nur noch rauchen. Ne? Der andere Weg war ja nicht mehr zugänglich. Klar hat er den Krebs bereut. Aber hat er wirklich die Sünde bereut? Nein, er hat wieder zu ihr gegriffen. Ja? Und, aber so, wir schütteln vielleicht den Kopf. Aber handeln hier Menschen nicht genauso? Wenn wir gerade vielleicht vom Totenbett wieder runtergesprungen sind, handeln wir nicht, gehen wir wieder die gleichen Pfade? Wir bereuen die Folgen der Sünde. Ach Mensch, jetzt hat es so einen Schicksalsschlag gegeben. Oder das und das ist die Folge von meinem schlechten Handeln. Aber wenn ich dann die Folgen nicht mehr so unmittelbar sehe, spüre, mache ich es genauso wie vorher. Wir trauern, weil wir erwischt worden sind. Ja? Weil es uns, das Schicksal uns erwischt hat. Aber letztendlich würden wir den gleichen Weg wieder gehen. Aber wenn wir über unsere Sünde so trauern, dass er Buße bewirkt, dass wir sagen, ich will es wirklich lassen, dann, ja, wenn wir um Vergebung bitten, das ist es ja, ne? Aber ein Herr, vergib mir und gib, dass mich jetzt das Böse nicht trifft, das ist nicht das richtige Gebet. Dann müsste es eigentlich heißen, wie wir es gelesen haben, wer weiß, vielleicht lässt sich der Herr gereuen und wendet vielleicht doch einmal mein Schicksal ab, was ich gerechterweise tragen müsste. Ne? Und selbst wenn nicht, und ich die Folgen tragen müsste, dann will ich es trotzdem nicht tun. Aber wie oft ist der Gedanke da, ja gut, okay, wenn ich schon Kehlkopf raus habe, dann kann ich auch weiter rauchen. Ja? So ist es ja mit uns auch. Wenn jetzt nicht hier mein Leben wieder ordnest, dann mache ich doch, was ich will. So töricht handeln wir aber so häufig. Aber Christus möchte nach Jesaja 57, Vers 15, bei dem wohnen, der wirklich traurig ist über seine Sünde, von mir aus auch am Boden zerstört und ringt. Jesaja 57, Vers 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem der Zerschlagenen und Gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Ja, wenn unser Geist wirklich zerschlagen und gedemütigt ist, demütig geworden ist, nicht vielleicht noch auch rebellisch geworden ist, sondern demütig geworden ist, dann möchte Gott uns nahe kommen, um diesen gedemütigten Geist wieder aufzurichten. Der zerschlagen und zerknirscht ist über sein Versagen. Wieder aufrichten, aber das ist ja kein Aufrichten, wenn wir in der nächsten Moment wieder versagen, oder? Sondern das Aufrichten heißt vergeben und die Sünde aus unserem Leben tilgen. Das, was uns immer wieder dazu fallen lässt, dazu andere zu verletzen und selbst in schlechte Situationen zu bringen, das zu überwinden. Und wenn wir das aber so merken, dass oft die Versuchung kommt, wie so ein, na, manchmal wie eine Flut, einfach fast wegspült, man dieses Verlangen gar nicht ankommt, sondern einfach mitgerissen wird oder immer wieder in diese Sünden fällt, weil es einem wirklich übermächtig scheint. Dann haben wir wunderbare Verheißungen. Im Jesaja 43, Vers 4. Darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeschätzt und geachtet und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein Leben. Ich wollte die Verse vorher schon lesen. Vers
lesen wir auch Vers 2. Da heißt es, ja, wenn du durchs Wasser gehst, bin ich mit dir. Und durch die Ströme, und sie werden dich nicht überfluten. Ja, wenn so wir die Sünde empfinden, als etwas, was uns oftmals hinwegspült, geradezu mitreißt, da wirst du nicht überspült werden. Du musst nicht mitgerissen werden. Du wirst Kraft bekommen. Ich habe dich ja erkauft. Und wenn du durchs Feuer gehst, selbst das Feuer der Verfolgung, der Trübsal, wirst du nicht versenkt werden. Die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich, dein Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiler, ich gebe als Lösegeld Ägypten hin und Äthiopien und Seba an deiner Stadt. Ganze Völker bin ich bereit für dich hinzugeben, wenn es für Gott bedeutet, dir den Sieg über eine Sünde zu geben, egal was es kostet, wird Gott dir die Kraft vermitteln, dir den Sieg geben, wenn wir daran festhalten. So hat es verheißen. In Jesaja 40, Vers 27, Vers 31. Warum sprichst du denn, Jakob, und sagst du, Israel? Mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott. Weiter. Das ist Vers 30. Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde und noch matt sein. Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke, genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt, und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das ist so wunderbar. Gott Kraft gibt, denen die straucheln, die fallen in der Sünde, denen will er mir neue Kraft geben. Dass selbst starke Männer fallen und jemand, der vorher schwach war, stark wird und nicht mehr fallen muss. Ich sah die Schönheit des Himmels. Ich hörte die Engel mitreißende Lieder singen, in denen sie Jesus suchten und ehrten. Und verherrlichen. Er verließ all die Herrlichkeit, all die Ehre, die er im Himmel besaß, und war so sehr an unserer Erlösung interessiert, dass er geduldig und sanftmütig alle Demütigungen und Beleidigungen ertrug, mit denen die Menschen ihn überhäuften. Er wurde verwundet und zerschlagen. Er wurde auf das Kreuz von Golgatha gelegt und erlitt den schlimmsten Tod, um uns vom Tod zu retten. Damit wir in seinem Blut gewaschen, auferweckt würden, dann um mit ihm in den Wohnungen zu leben, die er für uns bereitet hat. Wir dürfen das Licht und die Herrlichkeit des Himmels genießen und dürfen die Engel singen hören und mit ihnen singen. Ja, der ganze Himmel nimmt Anteil an unserer Rettung. Gott hat alles in die Waagschale geworfen. Sei das der ganze Himmel an unserer Rettung Anteil nimmt. Sollten wir da gleichgültig sein? Sollten wir sorglos sein, als wäre es eine Nebensache, ob wir gerettet werden oder verloren werden? Sollten wir das Opfer geringschätzen, das für uns gebracht wurde? Worum machen wir uns Sorgen? Was bewegt unser Herz? Ein Buch wurde uns gegeben, das unsere Füße durch die Gefahren dieser dunklen Welt zum Himmel führen soll. Es sagt uns, wie wir den Zorn Gottes entgehen können. Es berichtet uns auch, wie Christus für uns gelitten hat, welch großes Opfer er dargebracht hat, damit wir gerettet werden können und uns für immer und ewig über Gottes Gegenwart freuen können. Ein Buch. Wie oft nehmen wir dieses Buch zur Hand? Wie oft nehmen wir Bücher zur Hand, schalten Medien ein,
Wie oft nehmen wir dieses Buch zur Hand? Persönlich. Nicht einmal am Sabbat. Nicht in der Predigt, einen Text mitzulesen, sondern zu Hause. Wie viel Ernst ist es mir damit? Und da gibt es ja mehr als nur dieses eine Buch inzwischen. Ne? Da hat ja der Geist Gottes, was wir den Geist der Weissagung bezeichnen, auch gegeben. Wo es sogar leichter gemacht wird. Vielleicht Dinge, die im Buch schwer zu verstehen sind, leichter zu verstehen. Dinge, die vielleicht so ein bisschen monoton beschrieben sind, noch interessanter und ausführlicher zu beschreiben. Wir brauchen so eine lebendige Erfahrung. Selbst. Eine bloße Form der Frömmigkeit wird niemanden retten. Alle müssen eine tiefe und lebendige Erfahrung haben. Das allein wird sie in der Zeit der Trübsal retten. Dann wird ihr Werk untersucht werden. Woraus besteht es? Wenn es aus Gold, Silber und Edelsteinen besteht, dann werden sie beim Herrn geborgen sein. Und was ist das für ein Gold, für ein Silber, für ein Edelstein? Das ist nicht der Schmuck, aus dem unser Haus besteht, nicht der Reichtum, den wir angeschafft haben, sondern der Reichtum, den wir aus dem Wort Gottes uns angereichert haben. Die Edelsteine, die wir da gefunden haben, aus denen wir unser Gebäude, Gedankenkonzept, unseren Charakter aufgebaut haben. Das Gold des Glaubens, von dem auch die Offenbarung spricht, mit dem unser Lebensgebäude ausgestattet ist. Diese Schätze müssen wir sammeln. Die Frage ist, sind wir denn bereit dafür? Gesetz des Falls, Christus würde heute in die Wolken des Himmels erscheinen. Wer wäre bereit, ihm zu begegnen? Angenommen, wir würden gerade jetzt, so wie wir sind, ins Himmelreich entrückt werden. Diesen Gedanken muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Wenn das jetzt die Möglichkeit wäre, wirklich jetzt, so wie wir sind, wie wir hier heute sitzen oder stehen, in den Himmel zu entrückt zu werden, wären wir darauf vorbereitet, mit den Heiligen Gottes vereint zu werden, mit der Königsfamilie, mit den Kindern des himmlischen Königs in Harmonie zusammenzuleben? Wie habt ihr euch auf das Gericht vorbereitet? Habt ihr mit Gott Frieden geschlossen? Arbeitet ihr mit Gott zusammen? Versucht ihr euren Mitmenschen zu helfen, denen in eurer Familie, in eurer Nachbarschaft, den Menschen, mit denen ihr in Berührung kommt und die die Gebote Gottes nicht halten? Machen wir uns bereit, dem König zu begegnen? Wie viele von uns wären in der Lage, Gott anzusehen, wenn es möglich wäre, dass wir jetzt, so wie wir sind, in den Himmel eingelassen werden könnten? Wie viele tragen ihr Hochzeitskleid? Wie viele von uns sind ohne Flecken oder Runzeln oder dergleichen? Wie viele von uns sind es würdig, die Krone des Lebens zu empfangen? Aber nicht Rang und Stellung machen den Menschen aus. Es ist Christus, der uns in Gestalt, der in uns Gestalt gewonnen hat. Und das müssen wir überprüfen. Es ist wirklich Jesus, seine Wesenszüge, die in uns Gestalt gewinnen. Haben wir das gleiche Verlangen wie der Heiland oder die gleichen Prioritäten? Christus in uns, er macht einen Menschen würdig, die unvergängliche Krone des ewigen Lebens zu empfangen. Und es ist ein reales Angebot, ewiges Leben, Unsterblichkeit. In einem Land, auf einem Planeten, der dieses Elend, was wir auf dieser Erde kennen, nicht kennt. Wir wollen nochmal vorlesen, 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 19. Und ruhig jemand von euch laut und deutlich. Aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und es trete ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen Christi nennt. Was ist das Siegel Gottes?
Wie macht sich das Siegel Gottes bemerkbar laut dem Vers? Gott kennt uns. Gott kennt uns. Und woran zeigt sich das? Dass wir Gott kennen. Es trete ab von der Ungerechtigkeit, die seinen Namen bekennt. Daran macht sich es bemerkbar. Daran erkennt uns der Heiland. Wir erringen den Sieg über die Sünde. Wir sind Teil der kämpfenden Gemeinde. Und diese kämpfende Gemeinde hat einen Kampf vor Augen. Sie ist ausgezeichnet nicht dadurch, dass sie schwach ist. Nicht dadurch, dass sie oftmals versagt oder noch nicht alle Erkenntnis hat. Ja, das trifft zu auf die kämpfende Gemeinde. Aber das macht sie nicht zu Kämpfenden, unvollkommen, schwach und versagend zu sein. Sondern sie sind eine kämpfende Gemeinde, weil sie kämpfen. Und zwar gegen diese Schwachheit, gegen dieses Versagen und überwinden wollen. Und darum ringen. Das macht sie zu einer kämpfenden Gemeinde. Jeder, der das nicht tut, der nicht ablässt von aller Ungerechtigkeit, der davon gar nicht ablassen will, der hat aufgehört zu kämpfen. Der hat gesagt, das bringt sowieso nichts. Durch andere Erlösungsmodelle zurechtgelegt. Der zählt nicht zur kämpfenden Gemeinde, sondern die kämpfende Gemeinde kämpft gegen die Sünde an. Kämpft für den Heiland, aber auch gegen die Sünde im eigenen Leben. Und wir haben hier wunderbare Weisung. Der Herr wird ein Volk haben, das so zuverlässig ist wie Stahl und einen Glauben hat, der fest ist wie Granit. Das ist der Sieg der kämpfenden Gemeinde. Die darum siegt, einen festen, starken Glauben zu bekommen. Die darum ringt, nicht mehr zu wanken. Wie Granit. Und er verheißt den Sieg. Sie sollen in der Welt seine Zeugen sein. Seine Werkzeuge, die in der Zeit seiner Vorbereitung eine besondere, wunderbare Aufgabe haben. Prediger, die einst mit Eifer und Ernst die Wahrheit gepredigt haben, die mögen vom Glauben abfangen und in die Reihen der Feinde treten. Dann sind das die, nicht die Männer, die straucheln und fallen in dem Vers? Aber die Jünglinge, die erhalten was? Kraft. Wenn auch die alten Glaubensrecken versagen sollten, abtreten, erhalten die Jünglinge neue Kraft. Wird dadurch aber, dass die alten Prediger gefallen sind, die Wahrheit Gottes in eine Lüge verkehrt? Ist das dann falsch, was selbst vielleicht diese alten Prediger noch verkündet hatten? Aber nein, sagt der Apostel, der feste Grund Gottes, der besteht. Der Glaube und die Gefühle der Menschen, die können sich wandeln. Doch Gottes Wahrheit niemals. Dass wir die Wahrheit haben, ist so sicher wie die Tatsache, dass Gott lebt. Dass wir als Adventisten die Wahrheit anvertraut bekommen haben und dass an dieser alten Wahrheit nichts zu rütteln ist, ist so sicher, wie dass Gott lebt. Satan kann mit sämtlichen Künsten und höllischen Kräften die Wahrheit Gottes doch nicht in eine Lüge verkehren. Während der große Feind in einem Versuch, dem Wort Gottes alle Wirkung zu entziehen, bis zum Äußersten geht, muss die Wahrheit wie eine brennende Lampe hinausgehen. Worauf haben wir unser Fundament gebaut? Worauf haben wir gebaut? Auf den Felsen, auf Christus oder auf Sand? Welche Gemeinde schafft es der Teufel mit all diesen Anstrengungen nicht zu überwinden? Deren Glauben vorher beschrieben worden ist, ne? Deren Glaube geworden ist so fest wie Stahl. War hart wie Granit, nicht mehr von weicht. Der Herr hat uns auserwählt, uns zu Empfängern seiner herrlichen Gnade gemacht. Sollten wir uns von dem törichten Geschwätz der Abgefallenen bezaubern lassen? Sollten wir uns etwa dafür entscheiden, zu Satan und seinen Heerscharen überzulaufen? Sollten wir uns mit den Übertretern des göttlichen Gesetzes zusammentun? Lasst uns vielmehr beten. Herr,
setze Feindschaft zwischen mir und der Schlange. Aber wir streben uns ja die Freundschaft der Schlange an, ne? Derer, die verkehrt handeln, die vom Glauben abfallen, deren Freundschaft suche ich. Wenn wir nicht mit den finsteren Machenschaften Satans auf Kriegsfuß stehen, wird uns ein mächtiges Netz übergeworfen. Er hält seinen Stachel jederzeit bereit, um ihn uns ins Herz zu treiben. Wir sollten ihn als Todfeind betrachten, den Teufel. Wir sollten ihm im Namen Christi widerstehen. Wir haben noch viel zu tun. Alle, die sich zum Namen Christi bekennen, sollen sich mit den Waffen der Gerechtigkeit bekleiden. Zeit ist gekommen, wo wir selber genau wissen müssen, warum wir glauben, was wir glauben. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo du persönlich wissen musst, warum wir das glauben, was wir glauben. Eine eigene Erfahrung daran machen. Selbst die Zeit mit Christus verbracht zu haben. Wir wollen uns ein gutes Fundament schaffen, für die kommende Zeit, damit wir am ewigen Leben festhalten. Wir müssen arbeiten, nicht aus eigener Kraft, sondern in der Stärke unseres auferstandenen Herrn. Was werden wir für Jesus tun? Was für ihn wagen? Diese Frage soll uns begleiten in die kommende Woche. Was werden wir für Jesus tun? Was wagen wir für ihn? Dass wir unsere Erlösung, unsere Berufung festmachen. Wir müssen sie festmachen, weil sie noch nicht fest ist. Weil da noch Möglichkeiten zum Abweichen rechts und links sind. Müssen wir bis zum Ende kämpfen. An der Wahrheit festhalten. Bis wir so stark wie Stahl werden und unser Glaube so fest wie Granit. Und uns nichts mehr aus unserer Position, aus unserem Glauben, aus unserer Treue zu Gott abwegig machen kann. Dann hat er sein Siegel auf unsere Stirn geprägt, wenn das Ziel erreicht ist. Dann hat die kämpfende Gemeinde, diejenigen, die diesen Kampf ringen für ihr eigenes Leben und um das Leben anderer, den Sieg errungen. Und die Sünde wird aus dem Buch des Lebens ausradiert und ausgelöscht, getilgt. Möge Gott geben, dass wir diese Erfahrung machen, dass das unser kämpfender, innigstes Ziel ist und wir tagtäglich neu zu ihm bekehrt werden.